Money, bang bang, bei dir ist drei, am Morgen, Schweizer Fußball, uiuiui, schlechte Zeiten, ist nicht mehr, was er mal gesehen ist. Die Hälfte von den noch verbleibenden Mannschaften, so etwa geschätzt, ja. In dieser Superliga hat kein Trainer, kein Präsident oder kein Geld mehr. Wir müssen das jetzt einfach mal so klären, dass man wirklich rauskommt. Für das brauche ich den Fabian Unterreger im Studio. Guten Morgen, Fabian. Guten Morgen, Mario. Wir haben jetzt Probleme, oder? Bei all diesen Fußballclubs, die da ein bisschen marot sind oder darben, Profis sind ja ratlos. Sogar der IB-Chef Christian Gross. Ja, klarer Fall. Wenn hat Gigi Öri immer wieder probiert, mich zu klonen. Das Experiment ist bis heute noch nicht gelungen. Leider. Sonst hätten wir heute das Trainerproblem nicht. Extrem hart. Aber wahr. Einer von diesen maroden, verzweifelten Clubs ist ja GC. Jetzt wissen wir, sie gestern haben vorher darüber berichtet, der früher Swiss-Chef André Dose soll es jetzt richten als neuer Präsident. Absolut der richtige Mann. Dort wird jetzt mal durchgegriffen, Fingerspezialisten wie der Nationaltrainer Ottmar Hitzfeld. Ja, großartige Idee von GC, der André Dose, Dose, Konserve, wie sagt man dem? Konservendose. Konservendose. André Konservendose als Präsident verpflichten. Und da schließlich hat er auch grosse Erfahrung mit Groundings. Und das Trainer würde ich darum empfehlen, den Herr Mario Corti auch gerade an Bord zu holen. Genau, so wie kommt es noch der Mario Corti, der ja aus dem Airline-Business kommt, die frühere Swissair in den letzten Stunden rund um das Grounding ja noch geführt hat. Ja, klingt sehr spannend, der Posten begeht sich. Ich würde mich zuerst einmal von allen ausländischen Spielerbeteiligungen lösen, dann den Spieler Bargeld mitgeben, dass sie ausländische auch Platzgebühren können zahlen können. Und ein weiterer Management-Schritt wird sie zusammen mit Servette, Xamax und Sion die neue Swiss Grounding League zu gründen. Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger. Geht später heute auch als Podcast rs3.ch und wir müssen noch ein bisschen über Panini-Bildli-Sammler reden mit dem Fabian Unterreger.